Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Seht ihr da die Frühlingszwiebeln? Ja, das waren zwei so kleine Bunde. Aber leider, seht ihr das? Die fangen schon an zu gammeln. Also was heißt gammeln? Schon trockene Stellen. Der hintere übrigens, das sind die kleineren, der ist auch schlechter. Also die sehen schlechter aus als die vorderen. Naja, egal. Ja, jetzt werde ich die einfach mal säubern. Die schlechten Stellen abmachen, zerkleinern und einfrieren. Also normalerweise passiert mir sowas nicht. Und ich mag auch keine Lebensmittel wegwerfen. Aber was heißt einfrieren? Ich könnte mal wieder was experimentieren. Ja, genau. Aldo macht das gerade. Er will mithelfen. Soll er. Früh übt sich, ne? Ich hatte die Frühlingszwiebeln vor dem Schneiden schon mal gewaschen, aber jetzt hat Aldo sie noch mal in ein Sieb gegeben und wird sie jetzt noch mal waschen, damit da ja kein Krümel Sand drin ist, hat er gesagt. Und weiter geht's. So, in der Schüssel ist jetzt ein Becher saure Sahne. Was sind da drin? 200 Gramm, ne? Ja, und hier Salz und Pfeffer. So, jetzt wird das erstmal verrührt. So, und nun ein, zwei Hände voll Frühlingszwiebeln da rein und untergerührt. Da sind schon ein paar untergerührt, ne? Aldo hat jetzt noch ein paar draufgeschmissen. Also, da kann man ja eigentlich so viel reintun, wie man möchte. Aldos Hände sind nicht so groß wie meine, ne? Ja. Also, das könnt ihr selbst entscheiden. Ich würde mal sagen, zwei Hände voll. Ich habe mal probiert. Schmeckt jetzt schon klasse. Also nur saure Sahne, Salz, Pfeffer und die Frühlingszwiebeln. Ich könnte jetzt noch eine Knoblauchzehe reinpressen, aber das lasse ich heute mal. Ich möchte einfach diesen frischen Frühlingszwiebelgeschmack durch nichts verfälschen. Das schmeckt wirklich so gut. Ich könnte das gerade so essen. Das ist mit Sicherheit ein super Dip für Ofenkartoffeln. So, schaut mal, was ich damit gemacht habe, beziehungsweise wir, ne, Aldo? Durch ihn bin ich erst auf die Idee gekommen, weil, jetzt passt auf, er wollte eine Pizza und zwar diese fertigen Rollen, also die da in der Tiefkühlung liegen. Ne, nicht Tiefkühlung, Kühlung. Die sind nicht tiefgekühlt, die sind gekühlt, also frisch. So eine Rolle Pizzateig. So, und für ihn ist die leckerste Pizza, man rollt diesen Teig, das isst er, auf dem Blech aus. Dann kommt diese Tomatensoße da drauf, die mit da drin ist, da ist so ein Glas mit drin. Und da drauf kommt Salami. Und das war's. Er mag nämlich keinen Käse. So, und darauf hatte ich keine Lust. Und deshalb habe ich zwei Pizzen gekauft oder zwei Teige. So, und den einen habe ich jetzt nämlich damit bestrichen. Seht ihr das? Ja, ich denke, das schmeckt. Also ich werde das jetzt nicht auf die Temperatur stellen, die da drauf steht. Man soll ja auf 210 Grad vorheizen. Ja, mit Käse drüber glaube ich, dass das funktioniert. Aber hier mit den Zwiebeln, da wird es auch verbrennen. Ich gucke mal, wie ich das mache. Wir haben natürlich noch jede Menge Frühlingszwiebeln übrig. Allerdings haben wir auch schon jede Menge so gefuttert. Ja, essen wir beide gern. So, und der Rest, hier, der wird wieder eingefroren in Gläsern. Schön nachhaltig, ne? Ja, und da hatte ich gleich noch die Idee. Ich habe mal was eingerollt. Naja, ich bin mal gespannt. Ihr auch? So, das Experiment ist raus aus dem Backofen. Jetzt erstmal probieren. Wir haben jetzt beide gegessen, sind pappedick satt. Ja, Aldo seine leckere Pizza ohne Käse und ich eben mein Experiment. Nein, und Aldo hat auch von dem Experiment gegessen. Also, was sage ich denn nun? Ich finde, die Rolle hat wesentlich besser geschmeckt als das auf dem Blech, weil in der Rolle ist es viel frischer innen drin, ist ja logisch, ne? Und außerdem finde ich die Rolle gut, weil
Dann schneidet man ja so Scheiben ab. Und ich finde, das ist ein geniales Fingerfood. Das auf dem Blech wird natürlich ein bisschen kross. Ja, Aldo hat das gut geschmeckt. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Aber ich persönlich finde die Rolle wesentlich besser. Und im Nachhinein muss ich noch sagen, beim nächsten Mal würde ich noch einen Spritzer Zitrone dazugeben. Das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Frische. Ach, Aldo hatte auch noch eine gute Idee dazu. Er meinte, man könne ja diesen Pizzateig einfach wie ein Buch einmal in der Mitte zuklappen. Dann ist es ja auch zu, dann braucht man keine Rolle machen und kann dann eben so Vierecke schneiden. Oder ja, so wie eine Calzone eben, ne? Ja, und dann noch was. Also, wenn man die auf dem Blech macht, nicht rollt oder umklappt oder wie auch immer, dann würde ich 2 Becher saure Sahne nehmen. Also wie gesagt, ich finde das sonst zu trocken. Bei der Rolle reicht ein Becher, aber 2 schadet auch nichts. Ich hatte mich ja zunächst nicht getraut, den Backofen auf 210 Grad zu stellen, so wie auf der Pizzapackung angegeben war. Aber dann wurde das gar nicht braun. Also habe ich dann doch hochgedreht und ich würde mal sagen, man kann das durchaus so machen, wie es auf der Packung steht, also 210 Grad. Und dann muss man gucken. Ich würde sagen, zwischen 10 und 20 Minuten ist das fertig. Mein Herd, oder Backofen besser gesagt, ist nicht so ganz in Ordnung. Aber als der Rand anfing, so goldbraun zu werden, noch ein bisschen brauner, ja, dann habe ich die rausgeholt und dann war sie auch gut. Und nun könnt ihr das Rezept abfotografieren, einen Screenshot machen oder es euch ausdrucken und abheften oder es in euren WhatsApp-Chat schieben. Ihr wisst schon, den habe ich auch. Ich habe mir einen Chat gemacht, Lieblingsrezepte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Nicht vergessen, wenn es dir nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Tja, und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt natürlich sehr gerne kostenlos tun. Wenn du zusätzlich die Glocke aktivierst, erhältst du jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und gerne kannst du das Video teilen. Das würde mich sogar sehr freuen. So, und nun wünsche ich allen, die es nachmachen, viel Spaß dabei und guten Appetit. Bis bald, ihr Lieben.